Und damit herzlich willkommen im LS22 Burning Gamers Challenge Projekt. Mit dabei Tensuko Säge und Staatsfeind TV. Grüße. Moin. Moin. Überraschung. Überraschung. Zur Nachmittag. Nachmittag nochmal wieder da. Ja. Ihr müsst uns ertragen, ob ihr wollt oder nicht. Genau. Und nochmal frohe Weihnachten. Richtig, frohe Weihnachten nochmal. Für die, die vorhin nicht da waren. Habt ihr was verpasst? Ja. Eine Happy-Folge mit beiden Teams zusammen im TS. Ja. Oh ja. Es war laut. Es war laut. Ein wildes Durcheinander. Ich weiß auch nicht, ob irgendjemand irgendwas Relevantes gesagt hat. Es ja, wurden, du warst noch kurz weg, also. Ja, das stimmt. Vielleicht gab es da was Relevantes. Ja, wer es in der letzten Folge nicht mitbekommen hat, Team Werner hat uns gebeten, einen Deal mit denen einzugehen bezüglich unseres Dreschers. Und den haben wir quasi angenommen. Oder was heißt quasi? Wir haben ihn angenommen. Das heißt, Team Werner darf unseren Drescher verwenden, wenn er frei ist. Und wir dürfen dafür von denen ein Gerät, das wir benötigen, verwenden, wenn es frei ist. Und da haben wir natürlich uns jetzt die Option offen gehalten, welches Gerät das dann sein wird. Das heißt, wir haben uns nicht festgelegt auf zum Beispiel die Ballenpresse, auf das Schmetterlingsmähwerk, whatever, sondern wir sind da tatsächlich frei. Ja, können wir natürlich auch noch nicht sagen, ne? Wir dann vielleicht mal brauchen. Das, ja. Das, deswegen die Option ist sehr gut. Richtig. Also mit Werner kannst du auch Deals machen, das ist schon okay, ne? Oh, Entschuldigung. Alles gut. Ah, zieh! Wir müssen in dieser Folge fertig werden, ey. Das nützt nichts. Ja, deswegen... Braucht ihr dann Unterstützung? Ja, wir sind jetzt bei 82%. Ja, vielleicht... Mehr zwei Traktoren da drin, wird sowieso ja, nichts. Ja, am besten einfach nur nichts mehr neu reinschmeißen jetzt. Auch nicht vielleicht unbedingt vom Boden vorne. Dann ist es halt so. Ja, zur Not schon das zweite Silo dann halt. Ja. Übrigens, ich weiß nicht, ob das schon gesehen wurde, Dennis. Wir haben natürlich auch hier, wir sind auch in die Baumfamilie jetzt gegangen, ne? Yes. Hast du schon ordentlich gepflanzt, ne? Ich habe hier vorne schon eine ganze Ecke. Alle 240 schon weg? Noch nicht ganz. Wir werden uns das gleich auch mal angucken, wenn jemand anderes den Case hier übernimmt oder wir fertig sind, natürlich. Die dürfen, den Case übernehmen und, die dürfen jetzt nicht stehen bleiben hier. 74 habe ich noch, Tensu. So. 87. Der wilde Hüpferei hier drin. Mit dem Kleinen. Ja. 88. Mal ein schönes Brauchen, ein gutes Baujahr. Ja, das gute Baujahr kommt gleich. Ja, das sind wir schon lange drüber, oder? Das gute Baujahr. Nee, jetzt. 89. Oh, das ist zu viel. Ja, gar nicht. Absolut nicht. Entschuldigung. 2 gegen 1. So, haben wir noch was zu striegeln? Nee, oder? Ja, das die kleine, 28, die... was war schon denn so? Ach ja, stimmt. Ja. Ich ras dahin. Ja, geil, dann haben wir auch alles gestriegelt, ne? Sehr cool. Bereit beim nächsten Mal zu spulen, fantastisch. Wenn das Silo abgedeckt ist. Ja. 91%. Das sollten wir hinkriegen eigentlich. Also Dennis und ich geben alles hier gerade. Das ist sehr gut. Dennis hat die Uhr im Blick. Also ich habe auch extra noch die Mettbrötchen mitgenommen, die Mama für mich geschmiert hat. Wegen mehr Gewicht. Ah, das von deinem Spawnpoint. Genau. Was für geil heute Morgen. Ja. Hat Nordic wieder einen rausgehauen. Also halt scheiß du. Ah, das könnte so ein klassischer Alkohol gewesen sein eigentlich, ey. Der Kerl, ey.
Fantastisch. 95, ja, wir sind gerade bei 5 Minuten, alles gut, das schaffen wir. So, wir gleich beide Traktoren aus, weil kein Sprit mehr drin ist. Nee, ich hab genug. Oh. Denn so nach dem Motto, ja, wir schaffen das. Können wir das schaffen? Und meiner ist noch dreiviertel voll. Jo, wir schaffen das. Was ist denn mit den 12.000? Können wir die noch sinnvoll investieren jetzt oder? Nee, da wir ja den Grünen einem Tuning unterziehen wollten. Ja. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Brauchen wir mehr, ne? Ja. 98. Die beiden Zahlen vorne müssen umgedreht sein. Da drehen sie doch um. Kann man das nicht in der XML? Ja, in der XML kann man sehr vieles tun. Ist, Da kommen aber Fragen auf, wenn ich sage, können wir das selbst mal hochladen. Ach was? Oder alle müssen eine Mod neu laden oder so. 100, jo. Raus, bevor die Kartoffel explodiert. Hilfe. Fantastisch. R-drücken, fertig. Ist. Erledigt. Ist. Es sieht komisch aus, aber das ist scheißegal. Der Rest kann man raussammeln und ins andere Silo vorne reinwerfen, was jetzt dann auch so rausguckt. Ja. Jetzt gehen wir mal gucken, was der Ralf da macht. Ach du Scheiße. Wollt ihr nicht. Wie viele Gruppe haben wir jetzt eigentlich noch? Haben wir noch einen von den kleinen und den großen? Nee. Wir haben nur noch den großen. Haben wir beide kleine verkauft? Ja. Oder ich habe ihn einfach nur nicht finden können. Ich bin der Meinung, wir haben nur den einen kleinen verkauft. Ich war bei mir einen von den zwei haben wir damals verkauft. Ja, wir hatten ja einen 2,5 und einen 2 Meter. Einen 2 Meter haben wir vertickt. Hier. Das hätte ich gesagt, Feld 4 und mal eben grubbern, das Ding. Ja, fahre ich sofort hin. Ich wollte das den Zuschauern mal eben zeigen hier. Wir sind auch ins Holzgeschäft eingestiegen. Wir sind jetzt auch Team Holzwurm. Also hier ist ein Teil, hier ist ein Teil und hinten ist auch noch ein Teil. Was heißt hinten? Ja, hinter der Scheune da hinten. Achso, cool. Aber das sind nicht allzu viele, aber ich habe gedacht, hier ist nah bei einen. Und... Da haben wir schon noch den einen Grupper noch. Ja, was haben wir denn sonst noch für Missionen hier? Ich würde sagen, Dennis nimmt den kleineren Grupper wegen PS. Ja, wir haben nur noch den einen großen. Ich wollte gerade sagen. Haben wir echt nur noch den? Ja. Ja, ich habe gerade den ganzen Hof abgesucht. Wir haben nur noch den einen. Dann haben wir. Hola. Hallo. Ralf. Hast du schon wieder einen Platten oder was? Nee, du am Ladewagen, aber ist okay. Du weißt, dass das keine Blumen sind, oder? Die du da pflanzt? Oh, Scheibengleiser, ja. Du weißt, dass die eine riesen Krone kriegen, wenn die hoch werden? Das ist möglich, ja. Und du weißt, dass es abartig glitschen wird, wenn du die sägst. Und das ist mir vollkommen egal. Wir mähen einfach alle gleichzeitig. Ja, das funktioniert nicht. Also die werden schön durch die Karte fliegen. Aber ich bin gespannt, wie es bei euch dann weitergeht. Meinst du? Du, ich sag mal so. Viele Grüße an Team Werner, ne? Ja. Ja, die haben sie auch schon eng gesetzt, aber also eure übertreffen aber noch bei weitem. Oh danke, das nehme ich als Kompliment. Ja. Alter. Ich habe bei der ersten Reihe vorhin schon gedacht, ja, sportlich eng. Aber jetzt sieht's ja aus wie ein Blumenfeld. Also es ist eine besondere Art Bäume, die wachsen tatsächlich ohne Krone. Ah, die wachsen nur nach oben gerade? Ja, ja, genau. Okay. Dafür werden sie auch ein bisschen länger. Ja. Die behalten ihre 4 Blätter bei für die ganze so. Zeit. So. Jetzt hast du es, Paul. Okay. Entschuldigung, die habe ich noch nicht gefunden im Shop. Nee, das sind spezielle. Na gut. Aber danke für die Info. Ich werde sie trotzdem so eingestellen. Alles klar. Ich gehe wieder weg. Tschüss. Hat irgendjemand einen Plan, wie man auf Feld 4 kommt? Also ich könnte dir was sagen, aber das ist jetzt nicht hier konform tatsächlich. Achso. Ich weiß, was du meinst. Aber das ist, glaube ich, wirklich nicht konform. Ach, seit wann ist Team Darky denn so nett eigentlich, du? Spontan würde ich sagen, über Werner sein Hof. Wenn du mit schon per 7 willst, dass da nur dran vorbeifährst an der Brücke und irgendwie da an Feld 5 da halt noch mit vorbeifährst. Zwischen Feld 5, 3 vorbei
Oder hinter oder zwischen 8 und 5. Ja, ich muss mal gucken, ey. Da musst du mal gucken. Abartig glitschen. Also, liebe Leute, freut euch auf ein paar glitschige Wochen. Paul ist auch ein netter, muss ich sagen. Dass er uns darauf hinweist, nachdem wir alle Bäume stehen haben. Paul. Vielen Dank dafür, Paul. Und er hat es noch erwähnt, nach der ersten Reihe habe ich mir schon gedacht, weißt du? Paul, 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 also ehrlich. Das kriegen wir hin. Hier machen Kettensäge und los geht's. Ich habe doch, habe ich beim Pflanzen schon berücksichtigt, dass das er sagt. Ist das so? Wir sind vier Leute, jeder Kettensäge, zack. Einmal. Wir haben nicht nur Säge, wir haben auch Kettensäge. Ui. Ich bin da. Vor allem haben wir ein langes Steigrohr zum Raufklettern. Vielleicht, vielleicht können wir die Bäume mit dem Förderband abklettern. Möglichkeit, oder? Direkt die Hackschnitzel aus dem Ja. Kurz andere Messer rein ins Förderband, Abfahrt. Ich schärfe schon mal die Messer. Auf 9 Meter Arbeitsbreite hier Bäume wegrasieren. Das ist es. Oh Gott. Also ich glaube, dann sind wir wirklich raus, wenn das geht und wir das machen. Dann war's das. Also jetzt musst du gucken, ob du da vorbeikommst oder ob du halt an... Ich fahr hier an dem Feld vorbei. Ich habe keine Ahnung, wo die Antwort ist. Ob du da vorbeikommst. Oh, hier komme ich gar nicht lang. Warte, da hinten muss ich lang. Ja, wenn du ein Stück Wiese fahren musst, dann musst du ein Stück Wiese fahren. Ja, Iggy. Grüße, Iggy. Muss erstmal hier noch ein Stück weiterfahren, glaube ich. Geht's da hinten rum? Ich weiß nicht. Entweder musst du gucken, ob zwischen 5 oh und 3 oh Gott! Oh, schwierig! Ja, da war der Graben. Ja. Oh, ne. Der war aber auch so doof hinter der Hecke, ich konnte ihn gar nicht sehen. Ist schon das zweite Mal, dass er heute in den Graben fährt, ne? Denn was ist eigentlich los? Ne, heute nicht, das war das letzte. Ja, vor ein paar Tagen. Was? Alles gut. Ich und Graben? Nein. Du hast doch schon die Ballenpresse da versenkt gehabt. Ich habe sie gerettet. Weil sie von der Kanonenkugel versenkt wurde. Du hast es gesehen, dass du da... Von Baron von Münchhausen. Also du hast halb auf dem Dach gelegen da schon. Das stimmt. Wisse, Dennis, ich hab dir gesagt, gerade irgendwo gibt es den zwei Felder, was vorbei. Ja, jetzt schreien sie mich doch nicht schon wieder so an hier. Jetzt kommt er wieder nicht aus dem Knick hier. Und bleibt im ersten Gang hängen. Ich werd bekloppt. Wir sollten uns auf jeden Fall noch eine Mission safen, bevor wir ausmachen. Ja, weiß ich nicht. Wenn wir dieses Mal spulen, dann haben wir die Chance auf neue geile Missionen. Und momentan machen wir da nichts safen, weil das ist nur Mucks. Es ist erlaubt, Missionen abzubrechen. Also würde ich trotzdem. Ja, aber es ist halt gerade für dich Mucks. Ich sehe da gerade nichts Geiles, ehrlich gesagt. Auf dem Baum bin ich auch recht muckspannend, ey. Das sind hier Zwiebeln hier, Mensch. Keine Bäume. Zwiebeln. Das ist mein Zwiebelfeld. Die werden per Hand geerntet. Na, also noch sind es Zwiebeln. Also die Zwiebeln sind zwar schon mal Europa warm laufen lassen. Gut. Ja, zumindest schon mal durchchecken, ob noch alles läuft, ne? Aber müsste ja eigentlich, der war ja neu. War ich geh ins Geheimversteck und war den schon mal durch. So. Sehr in die gut. Neue Halle, ne? Säge. Ja, ja. Machen die ja eigentlich? Die fahren hier in einer Tour hin und her. Da wird jetzt schwindelig hier. Die haben doch hier ohne auf das 4.5. Auftrag gemacht. Aber wie viel. Was fahren die denn da alle hin und her? Was war das? Ach, das war ein Ernteauftrag. Ja. Das wird richtig gut hier mit den Bäumen. Das heben wir uns für den Schluss auf. Kurz vorm. Dann gibt es einen großen Knall hier. Ah, explodiert die Karte. Ich wollte gerade sagen, erstmal nicht mehr fest auf Belastung. Wir sägen aber auch möglichst erstmal nur den mittlersten Baum raus. Ja, nur einen, genau.
Und dann machst du. Server Connection springt auf 7000 Millisekunden. Ja. Und wir können hier alles schön weitermachen. Genau, wie man einfach Localhost läuft. Weil unser Förderband so langsam fährt, wir einfach damit weiterarbeiten können. Ja, genau. Was klappert denn hier so? Der kleine klappernde Kapan. Ah, okay. Die kleine Klapp. Nee, genau. Kleine peppige, poppige Pappplakate. Und das Ganze jetzt dreimal ganz schnell hintereinander. Ja, nee, nicht ganz. Was ich dreimal schnell hintereinander sagen kann, ist getrocknetes Gras. Mach mal. Hoi, hoi, hoi. Oh, wow. Da sind wir wieder beim Thema Niveau. Ja, also, musst du schon zugeben, der war schon gut. Ich habe ein bisschen geschmunzelt. Ja, so, das ist doch das Mindeste. Wenn du sagst, schon gar nichts mehr. Der schüttelt wahrscheinlich immer noch mit dem Kopf. Der steht unter Schock. Warum habe ich hier nur zugesagt? Oh, da ist irgendwie ein Fahrzeugtank leer. Meiner ist es nicht. Team Gelb. Tankern. Irgendwas mit Pump stand da. Ja, hab ich auch gelesen. Du hüpfst im Stall. Gott, nee, das ist nicht. Was? Den kann ich schon vorlesen, den Spruch. Achso. Steht bei dir was anderes als bei uns, oder wie? Bei mir steht gar nichts gerade. Bei mir auch nicht. Ja, manchmal flattert da zufällig was durch. Achso. Ach so, Dali. Mädchen, halt dich fest und wir reiten in die. Okay. Was hat der jetzt, Ralf? Achso, Entschuldigung. Boah, das geht hier doch bestimmt auch. Oder meinst du nicht, Säge? Versuch. Nee, das geht bei Dennis nicht, weil wegen GEMA ja. Und so. Monetarisierung. Kann ich nicht machen bei dir, Dennis. Schade. So, alles gestriegelt. Geil. Was ist mit dem Rest vom Silo dann noch? Das muss da weg ins andere Silo. Ja. Haben wir alle Grasfelder tatsächlich weggewämst, oder? Ja. Jo. Boah, wir sind fucking Legenden. Da spricht nochmal einer von Effektivität, Junge. Wollen wir das Ding hier jetzt verkaufen? Den Schwa? Ist denn das Ding? Ja. Ja, weg damit. Bring ihn noch weg, ja. Das ist Bares. Auch wenn es nicht viel ist, aber es ist Bares. Ja, das stimmt. 2-3 Euro kommen damit rum. Wenn es gut läuft. Mach ich gerade nicht. Nun kann hier im Monat nicht durchgeführt werden. Hallo? Da liegt ein Gewicht mitten auf dem Weg, das muss ich mal kurz abschmeißen. Das könnte ich auch gerne. Was, Gewicht abschmeißen? Ja. So. Irgendwas klappert. Ach, da ist ein Drescher unterwegs. Ich wollte sagen, was klappert hier die ganze Zeit? Wenn die immer bei uns über den Hof fahren, einfach mal so ein paar Gewichte verteilen sollten. Stottermin oder so. Herr Uwe, fahren Sie bitte auf der linken Seite. Danke. Ja, er hat seine Jacke an, hoffe ich. Dem habe ich gesagt, er soll sich warm anziehen heute. Ja, warum habe ich ihm nicht gesagt? Er ist ja gleich wieder auf Krawall aus gewesen, weißt? Alles wie immer mit Team Gelb, oder? Naja, Prügelknabenteam ist das.
So. Das ist schon cool gemacht mit den Fahrzeugen, die hier außenrum noch fahren, ne? Ende. Jo. Oh, schon gerade stehen bleiben. Ein Sammeln, ey. Liebe Leute, wir sind durch. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Nochmal an dieser Stelle frohe Weihnachten, schöne Festtage euch und euren Familien von uns. Frohe Weihnachten, Leute. Frohe Weihnachten. Genießt den Abend und das gute Essen. So ist es. Genau. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao.